So. Buchstaben. So, damit, hallo Leute, hier ist wieder Jack Garthold. Willkommen zurück zu Let's Play Scribblenauts Unlimited. Bevor wir die nächste Welt betreten, würde ich sagen, wir gehen mal wieder zu Lilly. Die ist auch schon irgendwie so ein bisschen einsam. Hallo Lilly. Du siehst scheiße aus. Hier, guck mal, ich habe dort Sterne, dich weiter zu Stein verwandeln lässt. Blub. Blub. Oh nein, sie entführt den Wal. Oh nein, ein Delf. Was? Und sie hat hier einen Irokesen bekommen. So, damit haben wir die fünfte Welt oder die vorletzte Welt oder sowas schon freigeschaltet. Es geht ja ruckzuck. Haben wir aber noch ein bisschen was vor uns, sehe ich hier. Also, ja. Da waren wir eben. Da haben wir. Also, wir haben hier, glaube ich, alles abgeschlossen in diesem Bereich. Das heißt, wir gehen als nächstes aufs Piratenschiff. Der listige Doppelpunkt. Aber zuerst gehen wir natürlich auf random.org. Sagen wir noch dazu. Wir rollen again. Und wir haben das erste Dings, haben wir ein L. So, das war das Falsche. Das da. L. Ja. Und als zweite haben wir kein D, kein J, kein Z, ein I. Gut. Damit steht fest, wir haben L und I. Lili. Wir dürfen keine Lili beschwören. Schade. Gut, gehen wir zum listigen Doppelpunkt. Willkommen bei Ihnen, der listige Doppelpunkt. Man sieht ihn auch Semikolon. So, ich möchte aber vorher meinen Charakter ändern. Avatar! Avatar! Ja! Du siehst aus wie ein richtiger Pirat. Du bist ein Pirat. You're over the seas, do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate. Oh nee, komm, den Witz ernsthaft. Ninjas gegen Piraten. Ich brauche ein Werkzeug meiner Zunft, um diesen Streit endlich beizulegen. Brauche ein Werkzeug meiner Zunft, um diesen Streit endlich beizulegen. Gut. Du bekommst. Schuriken kann ich nicht. Ich darf keine Is. Ach so, ja, richtig. Ich war eben noch bei SNU. Schwert. Langschwert. Traditionelle Waffe eines Ninjas. Wer Naruto gesehen hat, weiß das. Sammy entführt! Er ist tot! Hey Leute, der Captain ist tot. Du bist kein. Na gut. Gib mir etwas, um mich zu verstecken. Indem ich mich verstecken kann, damit ich fliehen kann. Da ist eine Kiste! Wikinger. Na schön. Großes Fass, aber ein Metallfass. Moment, ich gehe nicht da rein. Es rennt weg! Lauf, Fass! Lauf! Gut, dass ich nicht drin war. You are so evil!
Ein Geist. Ich will hören, wie ein Papagei aussehen. Bäh, bäh, bäh. Fieder. Fieder. Regenbogen. Das ist cool. Wenn ich Zeit habe, werde ich mal den kompletten Bildschirm damit füllen. Flügel darf ich nicht wegen dem L. Aber ich darf jetzt wieder Raketen hoch, sag ich mal schön. Keine Elsen ist drin. Malen wir den einfach an. Hat ja das letzte Mal auch funktioniert. Oder wir nehmen ihn mit. Ich hab irgendeine andere. Okay, ja, ich habe irgendwas richtig gemacht. Gut. Papagei, Papagei, wir kriegen einen Papagei aus dem Vieh raus. Moment, ich kann ihn einfach bunt machen. Natürlich. Ich kann die Welt verändern. Und. Bis Captain Federbird. Hallo, Kolossal. Conquistador, okay. Gib mir etwas zu essen. Das kommt, das kaputt verhindert. Steak. Nicht? Truthahn. Gut. Kriegst du Banane. 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 Oder hat einen Limonadenstand eröffnet. Warum? Keine Ahnung. Da ist wieder eine Quest. Hier haben wir eine Kanone. Uns geht die Munition aus. Wirf etwas in die Kanone. Na, ich dachte, ich könnte ihn jetzt mit dem Regenbogen füllen. Aber wir füllen ihn damit. Bananenschalen beschossen. Okay. Ohne Ente. Gib mir etwas zum Wischen des Decks. Das ist ein Schwarm. Nee, ein Pilz wird wahrscheinlich nicht helfen. Oh, komm schon. Ah, der Witz ist flach, oder? Es ist ein... Pass auf, pass auf. Es ist ein Pirat. Verhindere hinter der Piraterie. Oh, komm. Ja.
Oh, ich komme gerade auf den Witz nicht klar. Internet, Piraterie. Ah, verstehst du? Weil. Die andere Art von Piraterie. Haha! Das ist gut. Wir brauchen ein paar Spielsteine nur, um ein Spiel spielen zu können. Ich möchte ein Spiel spielen! Stein kann ich nicht, scheiße. Fels kann ich auch nicht. Brocken kann ich. Oh, ihr seid langweilig, Leute. Spielt damit. Nein, 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 da. Holzklotz kann ich nicht, weil es ein L drin ist. Sogar zwei L drin. Fast die Regeln gebrochen, aber ich hab's nicht beschworen. Nicht, dass mir jetzt jemand kommt. Was könnte ich denen denn geben? Ein Pömpel kann ich ihnen nicht geben, da ist ein L drin. Ein Schach, natürlich. Die können Schach spielen. Er hat verloren. Toll. Jetzt hast du keinen mehr, der spielt mit dir. Kein Wunder, dass keiner mit dir spielen will. So, 9 von 11. Okay. Außer den Geistern ist hier sonst nichts. Da oben wahrscheinlich noch. Ja, hier die beiden. Ist das ein Pinguin? Nein. Dieses Kreatur fehlt etwas. Gib mir etwas, damit ich ordentlich ein Nest bauen kann. Warum liegt da Stroh rum? Und warum hast du eine Maske auf? Finde die Schatzkarte. Bring sie zu mir. Okay. Habt ihr eine Schatzkarte für mich? Da. Hat irgendwas bekommen. Hey, Moment. Alter. Du Dreckskerl. Ich wollte dich nicht umbringen, weil ich Haie toll finde, aber jetzt? Jetzt? Jetzt magst du mich, ne? Jetzt? So!
Da ist die Karte. So. Hallo. Ich bin ein sehr seriöser Mensch. Wo ist er hin? No, er ist tot. Na los, mein Haifreund. Lass uns Abenteuer erleben. Dieses Amt erschaffe neue Besatzung für die Piratenschiffe. Ja! Wo kann ich ein paar Piratenseemänner finden? Ja, over the seas! Der Nichtstuer hat ein leeres Piratenschiff geerbt. Hilf ihm, indem du Leute erschaffst, die das Schiff übernehmen könnten. Fang an, indem du jemanden mit Segelerfahrung hier platzierst. Ja! Ein Taucher. Fast dasselbe. Oder auch nicht. Rotbart. Keine Ahnung, ob es den gibt. Robert. Der sieht sogar aus wie ein Pirat. Er kann fliegen. Oder sowas ähnliches. Wer hat denn... Ich kann keinen Captain beschwören, scheiße! Ein Bootsmann. Scheiße! Ich kann keinen Captain, ich kann keinen Segler mit Segelerfahrung. Ich kann keinen Piraten beschwören direkt. Auch keinen Freibeuter, scheiße. Ding. Ja, das habe ich bemerkt. Ja. Steuermann. Ein Seemann. Natürlich ein Seemann. Alter, der hat auch Ahnung. Das wäre wahrscheinlich zu einfach, wenn ich einfach Seemänner beschreibe. Der Captain sollte jemand sein, der die Besatzung führen kann. Moment. Admiral geht das, scheiße. Inquisitor. Scheiße, geht auch nicht. Wer führt denn mal an? König geht auch nicht. Kaiser auch nicht. Ein Admiral, ja, ich weiß! Ja, ein Admiral, ich. Ist mir bewusst! Ich kann nur keinen beschwören, weil es ein I hat! Scheiße! Ich verstecke mich einfach da drin. Ja, der Anführer. Aber der hat keine Segelerfahrung. Captain. Du eigentlich? Keine Ahnung. Krieg damit. Braucht kein Mensch.
Habe ich, glaube ich, irgendwann mal beschworen, um es auszuprobieren. Egal, scheiß drauf, braucht kein Mensch. Es hilft mir jetzt nur leider auch nicht weit. Ja, mach was. Do something. Ich kann leider keinen Admiral beschwören. Ich kann keinen Piraten, ich kann keinen Kapitän. Einen König kann ich auch nicht. Kaiser, wer führt denn noch an? Anführer habe ich ja. Ja, ich kann den Führer, keine Ahnung. Ein Fahrer. Ein LKW-Fahrer. Du was? Das ist schwer, das ist scheiße, verdammt. Das heißt, es könnte sein, dass ich jetzt nicht mehr weiterkomme. Zumindest ist die Musik cool. Hey komm, der muss doch Erfahrung haben mit dem Scheiß. Okay. Kann ich die Mission beenden? So, gut. Damit, ich überlege mir vielleicht mal noch was für die Mission. Beziehungsweise nein, ich darf ja nicht zurück in die Welt kehren. Okay, gut. Damit wäre die Mission schade. Schade, keine Mission für uns. Aber hey, das sind die Regeln. Der verfluchte Besatzung. Die Besatzung ist etwas Schreckliches passiert. Hilft den Fluch zu lösen. Okay, das kriege ich hin. Das kann ich. Ich bin ein Geist. Fürchtet meine Autorität. Die Besatzung ist verflucht. Gib jedem Besatzungsmitglied etwas, um sie als früher geliebt zu haben. Der Krieger aus dieser Gruppe möchte mittelalterliche Waffen gerne. Hier liegt, ja. Eine mittelalterliche Waffe. Ein Bogen. Der erste Fluch wurde gebrochen. Das nächste Besatzungsbild hier hat seine Gesichtsbehaarung geliebt. Er blutet fast ganz glatzköpfig. Gib ihm einen Bart, auf den er stolz sein kann. Ja, das ist wahrscheinlich der hier unten. Hier hast du einen Zwerg. Ach ja, richtig. Richtig, das ging ja nicht. I drin. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Da ist ein Doppel-L drin. Na
Majestätisch geht auch nicht. Zumindest glaube ich falsch geschrieben habe. Egal. Natürlich ein Vollbart hier. Ja, auf das kannst du stolz sein. Gut gemacht, ein weiterer Fluch wurde aufgehoben. Dieses Besatzungsgebiet betrachtet sich gerne im Spiegel, aber der Fluch hat ihm seinen Körper weggenommen. Zeig ihm, wie er aussieht. Ich nehme an, das ist der hier. Kacke. Wie mache ich das? Scheiße. Wie zeige ich ihm... So hätte ich den... Oh, ich habe was Neues gelernt. Das hätte ich mir selbst wieder sehen können. Ja, ich darf keinen Spiegel beschwören. Das will sich wieder sehen können. Sichtbar geht nicht, scheiße. Ja, das ist schwer. Scheiße. Da gibt mir einen Tipp. Ja, ich weiß, dass es einen Spiegel braucht. Dass es einen Spiegel braucht, ist mir schon klar. Jetzt Bart. Ist kein Spiegel drin, scheiße. Keine Ahnung, warum ich den jetzt beschworen habe. Kann er sich darin spiegeln? Ups. Ich weiß, dass er einen Spiegel braucht, nur ich überlege gerade spiegelnde Oberflächen. Worin könnte man sich noch spiegeln? Das ist scheiße.
Ein Fenster vielleicht. Ja, sehr gut. Drei Flüche weniger. Das nächste Besatzungsmitglied war der klügste des ganzen Haufen. Traurigerweise hat Fluch sein Gehirn entfernt. Nutze den Notizblock, um ihm etwas beizubringen. Studasch, du bekommst... Hier bekommst du einen Buchstaben. Den Buchstaben A. Hier hast du den Buchstaben A. Ja, das ist dein Arsch. Der letzte Flug belastet den Captain des Schiffes. Bring ihn wieder mit Polly zusammen. Hier ist ein Affen. War das richtig? Nein. Ein Papagei wahrscheinlich. Ja? Mit I am Ende. Ah, es war sein Truthahn. Ja, was für eine Wendung. Ja, danke. Aber ich bin nicht verflucht. Ich bin ein echter Geisterpirat. Und du befindest dich auf unserem echten Geisterschiff. We are all dead. What a plot twist. Als ich in ein Bettlaken verwandelt. Die verfluchte Besatzung. Fertig. 44 Starrets. Ja, ich möchte weitermachen. Gut. Damit haben wir... Moment. Ich kann jetzt noch... Noch bin ich nicht im Level. Das heißt, ich kann es nochmal ausprobieren. I'm bending the rules. Ja, ich kenne das. Ja, ihr braucht ein Dings. Dem ging das doch auch, dass ich jemanden zufällig beschworen habe. Das ging doch eben auch. Eben habe ich doch einen Stepptänzer damit beschworen gehabt. Ja. Die Besatzung führen kann, ich weiß. Na gut. Dann würde ich sagen, mein Name ist Gorthog. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte ihn auf jeden Fall. Und wir sehen uns dann demnächst wieder. Bis dahin und... Ciao, ciao.